und herzlich willkommen hier zu den angekündigten kurzfristigen Livestream von 7 Days to Die. Ja, wollen wir doch mal gleich tatsächlich anfangen. Ich erstelle mir jetzt hier eine neue Welt. Tatsächlich. Und ja, wir starten nochmal gleich. Oh, ich bin gespannt. Nee, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe vorhin, oh Gott, ich glaube eine Stunde schon gezockt. Und yay, wunderbar. Das Schreien geht schon los. Und ich fand das Spiel richtig, richtig cool. Das Einzige ist ja immer noch, dadurch, dass es ein Alpha ist, leckt es halt noch ein bisschen. Also es kommt nicht von mir und wahrscheinlich dann auch nicht von euch, sondern es liegt dann wirklich am Spiel direkt alleine. Da müsst ihr euch dann keine Sorgen machen tatsächlich. Ich hoffe, so vom Ton her geht das denn aus. Sonst muss ich das gleich nochmal ein bisschen leiser stellen. Könnt ihr mir aber ja gerne reinschreiben. Ich weiß jetzt auch allerdings noch nicht so, wie lange ungefähr der Livestream hier gehen wird. Ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also eine Stunde auf jeden Fall mindestens. Da könnt ihr euch tatsächlich schon mal sicher sein. Und wie es denn weitergeht, weiß ich nicht. Mal gucken, schauen wir mal. Ich bin mal selbst gespannt. Bisschen Angst davor habe ich schon irgendwie noch, weil ja, ziemlich viele Zombies dann auf einmal immer kommen und mich komischerweise wirklich immer töten wollen. Verstehe ich gar nicht. Alleine, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn ich jetzt überlege, das Spiel ist jetzt ja wirklich noch in der Alpha. Demnächst, so wie ich das mitbekommen habe, soll ja noch ein Update rauskommen. Oder, ja, so, ja klar, Update ist Update halt. Und, da soll es dann auch tatsächlich Fahrräder geben. Also bei mir, was ich jetzt eigentlich hier machen wollte, erstmal mir versuchen, irgendwie ein Haus zu bauen. Das heißt, ich brauche natürlich logischerweise erstmal Holz oder ja Stein. Ich weiß auch nicht, wie das denn aussieht bei euch, ob ihr... Yay, verrottetes Fleisch. Ob ihr hiervon ein bisschen Ahnung habt. Wer könnt ihr mir gerne helfen und beiseite stehen? Das wäre sehr nett. Weil... Auf jeden Fall nehme ich hier das ganze Holz mit. Ich noch nicht so wirklich einen Plan habe, wie ich mir was hier erstelle, erbaue. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie... Naja, mit was kann man jetzt hier 7 Days to Die dann beschreiben? Ich finde schon... Also, es hat DayZ auf einiges voraus. Es ist natürlich auch hier so ein Survival-Überlebens-Zombie-Spiel-Modus, Dingsda-Bumster, klar. Ha, er brennt! Aber ich finde aber allerdings auch allein dieses Craften hier finde ich sau cool. Wenn ich jetzt überlebe Unturned zum Beispiel, ist ja so ein Zwischenklatsch zwischen, nein, du tötest mich nicht, verbrenne, ist ja sowas von DayZ und Minecraft, lol, da kam noch einer, finde ich auch ganz cool, aber sowas von der Grafik her finde ich doch eigentlich um einiges besser tatsächlich. Und hey, lieber Blue-Bärchen. Nein, bin nur kurz da. Game sieht aber echt cool aus. Ja, das Spiel sieht cool aus. Ich finde trotzdem irgendwie an der Grafik könnten die noch ein bisschen was dran machen. Meiner Meinung nach. Aber das ist ja immer... Ja, kommt ja ganz so drauf an, ob die das möchten oder nicht. Das ist eher so ein bisschen, meiner Meinung nach, altbacken. Aber jeder ja das sein. Ich bin jetzt hier erstmal gerade ein bisschen fahren, Aloe Vera besser gesagt, damit ich mir ein bisschen was machen kann, damit ich nicht so leicht sterbe. So, ich glaube, wenn du eine Decke baust, musst du sie abstützen, sonst bricht es ein. Ach, eine Decke, ja, gut, Decke. Danke für die Hilfe, ich war gerade am Überlegen, ich so, hä, so eine Schlafdecke, was merkst du jetzt von mir? Was ist das? Ach, Mess, oh, ich habe Eier! Auf jeden Fall, glaube ich, am besten oder am ersten wäre es auf jeden Fall ganz gut, mir mal demnächst irgendwie wann eine Waffe zu craften und später mir ein Haus zu suchen, wo ich, oder beziehungsweise mir ein Haus zu bauen, wo ich ein bisschen geschützt bin. Weil, wie ihr sehen könnt, da hinten sind schon wieder ein paar wunderbare Zombies, die mich doch irgendwie töten möchten. Armbrust craften am Anfang.
Ja, wenn ich gleich ruhig stehe. Ich habe ja Federn, also ich habe dann auch genug dafür, um mich irgendwie, um mir Feinde zu machen. Ja, das Spiel ist eigentlich für mich fast blind, bin ich ganz ehrlich. Klar. Oh, ich habe da jetzt endlich mal was. Wo bist du da? Eine Steinaxt. Nur guck mal hier. Nummer 1. Geht das eigentlich so von der Tonlautstärke her oder ist das ein bisschen zu laut oder zu leise? TNT? Also sind wir doch in Minecraft. Oder nicht? Wo sind denn hier noch welche? Ja, ich wollte gerade sagen, da haben die Tiere, hier die Zombies noch nicht mal irgendwas mit dabei. Richtig schlimm. So, na gut, machen wir doch mal weiter. Bin jetzt auch erstmal dabei, mir hier die Zombies fernzuhalten. Ey, achso, was mir auch schon aufgefallen ist, die Frauen hier, ne, sind ja recht ziemlich gut bestückt. Und wie die schreien alleine. Okay, eine Pille. Gibt es jetzt noch mehr oder habe ich gleich hier ein bisschen Ruhe, mich mal hier ein bisschen um das Crafting-Material zu kümmern? Okay, hier unten ist gerade noch einer. Oh, wo kommen die denn auf einmal alle her? Kaum schreitende Frau, kommen alle Männer oder was? Oh, lol. Okay, und noch mehr. Oh, ich laufe erstmal weg. Soweit auf jeden Fall, wie ich laufen kann. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich ja im prähistorischen Zeitalter. Tatsächlich. Weil ich hier mit so einer Steinaxt durch die Gegend laufe. Die Figur und nix guckt komisch. Na, sie guckt nicht komisch. Sie guckt ganz lieb. Ich glaube, ich bin hier gerade falsch. Ich gehe hier in eine Stadt rein. Und ich glaube, gerade hier wimmelt es ja doch mehr von diesen Viechern. Mal gucken, wo ich hingehe. Auf jeden Fall so viel, wie ich laufen kann, laufe ich auch erstmal. Den Rest werde ich jetzt erstmal gehen. Und hoffe natürlich, dass mir keiner so unbedingt hinterherkommt. Weil ich mich ja erstmal darum kümmern muss, irgendwie was hier zu craften, herzustellen. Ich habe dieses Gefühl, irgendwie, die schreien immer und dann kommen noch mehr Zombies. Und vor allem diese dicken Viecher da hinten, ich kann da mal kurz ein bisschen rangehen, den hier, den kriege ich nicht tot. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich da noch zu doof für. Weiß ich nicht. Aber wir schauen mal, es ist ja jetzt 9 Uhr morgens tatsächlich noch. Ich habe mir das so ein bisschen eingestellt, dass der Tag halt länger ist als die Nacht. Weil in der Nacht sehe ich einmal fast gar nichts. Braucht man für das Game einen guten PC? Ich denke eher weniger, also nicht unbedingt. Ich habe zwar einen relativ richtig guten, wenn ich das mal so sagen kann. Aber so viele, meiner Meinung nach, grafische Ansprüche hat das Spiel jetzt auf jeden Fall im Moment noch nicht. Alleine, wie gesagt, es flackert ja auch noch ein bisschen und leckt ab und zu. Aber das hat jetzt nichts mit dem Stream zu tun, auch nichts mit meinem Computer oder mit eurem Computer, sondern eher vom Spiel an sich her selbst. Weil es halt, wie gesagt, noch in der Alpha ist. So. Ja, eigentlich habe ich hellblaue Augen, so blau-grau, aber das kriege ich hier leider nicht so richtig eingestellt an die liebe Person, die hier unten links, unten rechts halt in der Ecke ist. Ich bin jetzt im Moment noch auf dem Weg zu suchen, tatsächlich, wo ich das jetzt hier, wie ich jetzt hier vorankomme. Oh Mann! Alleine, ich bin noch nackt. Also, ich weiß. Also, kann ich euch nachher zeigen, wenn ich hier im Crafting-Menü bin. Dass ich hier noch echt relativ nackidei bin. Aber ich hoffe, das wird sich dann später klären. Kann ich den Reifen mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Reinfallen sollte ich nicht. Warum sind hier so viele? Oh. Also ich kann mich auf jeden Fall
gut ausrüsten, relativ gut, wenn ich jetzt hier erstmal ein bisschen Ruhe habe und ein bisschen vorankomme. Und die nicht meinen, immer alle nur auf mich gehen zu wollen. Hier gibt es doch bestimmt auch noch andere Menschen, die ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie essen könnt. Hoffe ich doch mal. Ich laufe jetzt hier erstmal ein bisschen weg. Und schau mal, dass ich hier keinen weiteren Zombie erstmal töte. Weil, wie gesagt, habe ich das Gefühl, die rufen dann immer mehr. Das muss jetzt hier irgendwo hin, wo es erstmal ruhig ist. Empfohlene Systemerforderung. Ah, sehr schön, der guckt gerade. No, weiß Bescheid. Cool, dann kann ich jetzt ja mit meinem neuen PC zocken. Naja, neuerer Computer, glaube ich, kann man sowieso eigentlich fast alle Spiele spielen. Also viele. Zwar nicht immer unbedingt auf die höchste Grafikeinstellung, aber doch relativ gut. So, stehe ich jetzt hier und es kommt mir keiner hinterher. Ich stelle mich jetzt hier hinterm Stein. Ich habe dieses Gefühl, ich laufe doch noch weiter. Laufen wir doch einfach mal durchs Wasser. Naja, ich muss jetzt weg. Okay, trotzdem schön, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, wir sehen oder unterhalten uns das nächste Mal noch ein bisschen öfter. Ein bisschen länger. Nö, sagen wir es mal so. So, naja. Ich will irgendwo hin, wo es grün ist. Ich brauche nämlich Klamotten. Unbedingt. Und das suche ich ja jetzt noch. So. Wie das er mitbekommen hat, haben der liebe Kurga und ich, ja Daisy, im Moment, da hatten wir gestern einen Livestream gemacht gehabt, jetzt erstmal aufgehört und das hier wird dann wahrscheinlich, natürlich nur wenn ihr möchtet, mein neues Projekt werden. Da wo dann auch ein oder zweimal die Woche halt ein Let's Play drüber kommt. Nicht immer unbedingt alleine, mal gucken, wen ich mir noch hier zuschnappe. Damit wir hier vielleicht das zusammen machen können. Wie ich das mitbekommen habe, gibt es ja auch schon Server hierzu. Tatsächlich. Und würde mich auf jeden Fall interessieren. Ey, lass mich doch mal alle in Ruhe. Ich bin hier jetzt nur am Weglaufen und am Einsammeln. Sehr unschön. Sehr unnett vor allem. Vor allem für eine Armbrust brauche ich auch, fällt mir mal gerade ein bisschen Metall. Das habe ich ja im Moment noch gar nicht. Ich laufe jetzt erstmal einfach nur weg. So viel, wie ich weiterlaufen kann. So. Gucken wir mal, wie wir weiterlaufen. Das ist eigentlich ein Horrorspiel, aber meiner Meinung nach... Ja, okay, Horror Survival. Also es würde viel, viel besser rüberkommen, hätte man eine bessere Grafik tatsächlich. Obwohl ich sagen muss, das Wetter draußen passt eigentlich im Moment hierzu, weil es stürmt, es ist Gewitter, es ist übelst viel Regen. Na okay. Im Gegensatz hierzu, wo ich gerade bin, hier in der Welt passt das jetzt nicht so, aber von der Atmosphäre her tatsächlich. So. Ich habe hier so viele Sachen aufgesammelt, ich will unbedingt jetzt mal demnächst was machen. Und wo ich, was ich noch denke, so eine coole Musik im Hintergrund hier vom Spiel wäre eigentlich auch noch passlich. So ein bisschen, ja, horrormäßig halt. Jetzt zum Beispiel wie bei, Daisy hat ja jetzt auch nicht unbedingt Musik hinter, aber The Forest zum Beispiel hat ja auch eigentlich relativ gruselige Atmosphäre von der Stimmung her. Und hier ist mir das irgendwie noch ein bisschen zu, ja, zu wenig. Da ist jemand. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, kann ich nicht. Oh, was ich will, ist einfach nur die Geräusche, die ist, wisst ihr, was ich meine? Okay. Laufen wir doch erstmal ein bisschen weiter. Versuche mal irgendwie eine Stelle zu finden, da wo nicht unbedingt so viele Leute mit drin sind. Okay, okay. Im Moment sehe ich hier keinen. Das heißt, ich kann einmal vielleicht fix in ein Crafting-Menü reingehen. Guck, seht ihr hier, ich bin noch nackt. Ich habe zwar einen Rucksack auf und einen... Oh, lol. Alleine, ehrlich, ich kenne kein Spiel, da wo ich einen Tanga anhabe. Und so ein BH, also so ein... Naja, okay. Wir gucken jetzt erstmal. Ich muss zwischendurch immer wieder gucken, ob hier irgendwelche
Viecher schon sind. Und das Gruseligste, was ich jetzt hier...